Wir suchen dich. Komm zu uns in die Pflege und in die Therapie. Du fragst dich, warum sollte ich? Aber frag doch, warum nicht? Es ist nicht leicht, doch wir sind ein Team. Hierarchie? Klar gibt es die. Aber erstmal sind alle blau. Es gibt viel zu tun. Doch du bekommst die Zeit, die unsere Patienten brauchen. Beruf kommt von Berufung. Und deine ist es, zu helfen. Informiere dich jetzt zu unseren freien Stellen. Ja, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid bei unserer Premierenaufführung für unsere Personalmarketing-Kampagne für Plau am See. Mein Name ist Konstantin Sauf. Ich bin bei der Medikin tätig für den Bereich Personalmarketing. Und ja, ihr seid heute mit dabei zu einer doppelten Premiere. Zum einen präsentieren wir unsere neue Kampagne in Plau am See. Das erste Video daraus habt ihr bereits schon gesehen. Und zum anderen ist es auch für uns eine Premiere, denn sonst sind diese, sagen wir mal, Uraufführungen, also diese Vorstellungen der Kampagnen an den Standorten tatsächlich auch immer vor Ort. Ihr seht es jetzt schon an meiner Maske, die ich trage. In diesen Zeiten ist alles ein wenig anders. Deswegen ist es heute für uns die Premiere, dass wir erstmalig so eine Vorführung online machen, digital, auf YouTube voraufgezeichnet und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bevor ich euch jetzt erzähle, wie der Film, den ihr eben schon gesehen habt, entstanden ist, möchte ich euch erstmal grundlegend so ein Stück weit abholen, was wir in Plau am See überhaupt gemacht haben. Es ist so, dass die Klinikleitung auf uns zugekommen ist, uns meint damit mich und unser Außeneinsatzteam, da ist auch noch die Caroline Pucklo mit dabei, die Fachbereichsleiterin Recruiting und der Tobias Winkler, unser Datenanalyst. Die sind auf uns zugekommen mit dem Auftrag, dass wir ca. 34 Vollzeitkräfte vornehmlich aus der Pflege und der Therapie suchen sollen, damit am Standort eine neue Station, die sogenannte Querschnitt- und Beatmungsstation, eröffnet werden kann. Wenn wir von 34 Vollzeitkräften für einen einzelnen Bereich sprechen, dann ist das auf alle Fälle eine ganze Menge. Und das heißt dann für uns, dass wir da mit Einzelmaßnahmen nicht weiterkommen, sondern dass wir da eine ganzheitliche Kampagne brauchen, um verschiedene Instrumente auch zu kombinieren. Und Kampagne heißt für uns immer, dass wir erst einmal an den Standort fahren und dort mit den Leuten ins Gespräch kommen, damit wir herausfinden können, was braucht ihr eigentlich, was bietet ihr potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern und was müssen wir tun, um erfolgreich Personal gewinnen zu können. Natürlich haben wir das auch für Plau am See gemacht. Wir sind im Spätsommer das erste Mal hochgefahren, die Frau Pucklo und ich, und haben einfach das Gespräch mit den wichtigen Akteurinnen und Akteuren vor Ort gesucht. Wir haben mit der Klinikleitung gesprochen und natürlich, das ist aus unserer Sicht ganz besonders wichtig, haben wir auch das Gespräch mit den Bereichsleitungen in den Fachdisziplinen gesucht, für die wir die Stellen suchen. Das heißt, wir haben uns ausgetauscht mit der Bereichsleitung Pflege und mit den Bereichsleitungen aus der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Logopädie und der Psychologie. Und im Anschluss an die Gespräche sind wir einfach mal durch die Stadt gelaufen. Wir haben uns die Altstadt angeschaut, waren an der Hubbrücke und haben da auch einen ganz tollen Fischladen entdeckt. Immer wenn wir dann später in Plau waren, haben wir das als kleinen Stopp für unsere Mittagspause genutzt und haben uns sogar an den Schokomatjes rangetraut, der tatsächlich auch sehr lecker geschmeckt hat. Und ja, wir waren das erste Mal ja im Spätsommer da und natürlich habe ich da die Gelegenheit genutzt, nach einem langen Tag auch mal in den Plauer See zu hüpfen und zu baden. Ich persönlich habe Plau am See dabei wirklich als pittoreskes Städtchen wahrgenommen, hat mir sehr gut gefallen. Aber was natürlich schon auf der Autofahrt aufgefallen ist, die ganze Region ist sehr ländlich geprägt, sogar sehr stark landwirtschaftlich geprägt, mit vielen Feldern, die sich bis zum Horizont gezogen haben. Und ehe wir überhaupt nur einen Gedanken in eine Kampagne verschwendet haben, war uns sofort klar, eine besondere Herausforderung ist definitiv die geringe Bevölkerungsdichte in der Region. Das heißt, es leben einfach gar nicht so viele Leute dort, was für uns auch bedeutet, wir haben eine geringere Zielgruppe an potenziellen Pflegekräften und Therapeutinnen und Therapeuten, die wir ansprechen können.
Mit genau solchen Dingen haben wir uns in den folgenden Wochen beschäftigt. Wir haben uns unter anderem den Krankenhausplan angeschaut, welche besonderen Aufgaben sich für das Krankenhaus daraus ergeben. Wir haben eine Umfeldanalyse gemacht, haben geschaut, welche Konkurrenz gibt es und was macht diese im Bereich Personalmarketing. Und weiterführend haben wir auch geschaut, wie sieht die demografische Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern aus, im Landkreis Ludwig-Lust-Parchim. All solche Dinge, die uns dabei helfen, die Region und das Bundesland besser zu verstehen. Schlussendlich haben wir uns dazu entschieden, die Kampagne in zwei Teile zu teilen. Den ersten Teil habt ihr bereits gesehen mit dem Video, was eingangs gelaufen ist. Wir haben es Team Blau getauft. Team Blau ist auch das richtige Stichwort, finde ich. Denn als wir das erste Mal über die Station der neurologischen Frührehabilitation gegangen sind, war es für uns überhaupt nicht ersichtlich, wer zu welcher Berufsgruppe gehört. Denn alle tragen Blau. Die Reinigungskräfte, die Pflegekräfte, die Therapeutinnen und die Therapeuten und zum Teil auch die Ärztinnen und Ärzte. Das war für uns ein richtiges Aha-Erlebnis, weil das kennen wir so aus dem Krankenhaus nicht. Und aus meiner Sicht ist das wirklich ein ganz starkes Symbol, wie man berufsgruppenübergreifend im Team zusammenarbeiten kann. Und natürlich mussten wir das verarbeiten, weil aus den Gesprächen und auch aus dem, was wir analysiert haben, haben wir herausgefunden, dass die Bekanntheit des Krankenhauses kein Problem ist. Das Krankenhaus ist regional und überregional bekannt, was unserer Ansicht nach die Leute vielleicht noch davon abhält, sich zu bewerben, ist diese hochspezialisierte Medizin, dass die Leute Angst haben, weil sie denken, sie können das nicht. Und mit diesem Film wollen wir zeigen, es muss keine Angst haben. Es wird gemeinsam gearbeitet, es wird im Team gearbeitet und alle ziehen an einem Strang. Wir haben gelernt, Pflegekräfte und Therapeuten unterstützen sich gegenseitig. Der zweite inhaltliche Aspekt, den wir uns in der Kampagne widmen möchten, ist die Ansprache von potenziellen Rückkehrerinnen und Rückkehrern. Das ist etwas, das ist uns in allen Gesprächen begegnet. Überall im Plauen See haben wir Kolleginnen und Kollegen, die aus der Region kommen, die aus der Stadt kommen, die aber nach der Schule oder nach der Ausbildung, nach dem Studium erst einmal weggegangen sind in die große Stadt. Viele wollen aber wieder zurückkommen, wenn die Familie da ist, wenn es in der Stadt zu turbulent wird. Und genau diese Zielgruppe, Leute, die kurz davor stehen, die wieder in die Heimat zurück möchten, die wollen wir einfangen und zurück nach Plau am See holen. Diese Zielgruppe wollen wir mit einem eigenen Film ansprechen und den zeigen wir euch jetzt. Technische Grundlage all unserer Kampagnen ist eine sogenannte Landingpage, also eine spezielle Zielseite auf unserem Karriereportal, wo wir diese Filme zeigen, wo wir unsere Fotos präsentieren und wo wir alle für die Zielgruppen relevanten Informationen sammeln und darstellen.
Auf der Seite haben wir ein extrem niederschwelliges Kontaktformular eingebunden, das mobil optimiert ist und wo wir wirklich nur die Kontaktdaten der potenziellen Bewerberinnen und Bewerber abfragen und wir dann wieder auf die Leute zugehen. Alle Maßnahmen, die wir in der Kampagne ergreifen, zielen darauf ab, die Leute auf diese spezielle Zielseite zu ziehen. Und wir holen die Leute da ab, wo sie sich bewegen. Als digitale Kanäle nutzen wir Facebook, Instagram, YouTube, Google Suchmaschinenwerbung. Da haben wir gute Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt und da wollen wir uns auch weiterhin fokussieren. Natürlich schauen wir auch, was wir in der Region machen können. Wir wollen auch den Printbereich bespielen, da wo es sinnvoll ist, mit Sonderaktionen. Wir wollen Flyer auslegen in den Apotheken, denn wenn wir die Rückkehrerinnen und Rückkehrer ansprechen wollen, funktioniert das auch, wenn wir deren Großeltern ansprechen, die vielleicht das Gefühl haben, ich möchte mein Enkelkind wieder da haben, ich versuche es auf dieses Angebot aufmerksam zu machen. Für unsere Zielgruppe haben wir auch 2 Landingpages eingerichtet, damit wir wirklich nicht mit der Gießkanne streuen, sondern die Personen gezielt ansprechen können und genau die Inhalte präsentieren, die relevant sind. Wenn ihr euch die Seite anschauen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung, da sind die Links zu den Landingpages hinterlegt. Wenn ihr in den kommenden Tagen auf euren Kanälen in den sozialen Netzwerken unterwegs seid, kann es also durchaus passieren, dass ihr unsere Anzeigen seht. Und darin liegt auch die größte Chance, wie ihr unsere Kampagne mit unterstützen könnt. Liked unsere Beiträge, teilt die, kommentiert die. Es hat eine unglaublich tolle Außenwirkung, wenn die eigenen Kolleginnen und Kollegen das mittragen, was wir präsentieren. Für die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber ist das das Zeichen, das ist authentisch, das ist ehrlich. Und es gibt eine zweite Möglichkeit, wie ihr selbst aktiv werden könnt. Wir haben das Thema Mitarbeitende werben Mitarbeitende neu aufgelegt. Ab sofort erhaltet ihr eine Prämie von 2.000 Euro, wenn ihr examinierte Pflegekräfte und Therapeutinnen und Therapeuten für uns werbt. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Kampagnenvorstellung angelangt. Was uns noch ganz besonders wichtig ist, ist es allen Kolleginnen und Kollegen zu danken, die an den 3 Tagen, in denen wir fotografiert und gefilmt haben, vor der Kamera mitgewirkt haben, die uns im Hintergrund unterstützt haben. Und damit ihr auch mal sehen könnt, wie wir die Kolleginnen und Kollegen eingebunden haben, verabschiede ich mich mit einem kleinen Making-of.